Genau, wir sind wieder in der Klasse der Eulen und wir beschäftigen uns heute mit Verschiebung von Graphen. Ich gehe nochmal darauf, auf diese allgemeine lineare Funktionsform zurück, die ja heißt, f von x ist mx plus n. Kennen wir, m ist der Anstieg, n ist absolute Glied und so weiter und so fort. Und wir hatten ja, als wir uns da in sachbezogene Aufgaben gestürzt hatten, hatten wir folgenden Effekt. Ich nehme jetzt mal auch ein sachbezogenes Diagramm, also ich nehme jetzt einfach mal T wie Time und S wie Strecke. Und wir hatten gesagt, Beispiel, wir lassen mal jemanden mit Vorsprung starten und der hat eine gewisse Geschwindigkeit und den Vorsprung, wegmäßigen Vorsprung haben wir hier eingetragen und haben gesagt, demzufolge S in Abhängigkeit von T, ne, S von T, hatten wir gesagt, ist dann tja, Anstieg, also eine bestimmte Strecke durch eine bestimmte Zeit, das ist die Geschwindigkeit, V also mal T. Und dann hat man gesagt, plus, ja, plus irgendwie ein S, und zwar zum Zeitpunkt 0. Das war unser absolutes Glied, ne? Das entspricht dem n. V ist der Anstieg. Je größer V ist, umso schneller, umso steiler läuft auch der Graph und so weiter. Dann hatten wir gesagt, und jetzt nehmen wir noch einen, aber den lassen wir jetzt mal mit der gleichen Geschwindigkeit hinterher sausen, und zwar zum gleichen Zeitpunkt, also muss der Anstieg genauso sein. Das war auch S von T, das ist also nichts Besonderes, ist V mal T, und jetzt das plus 0, das können wir uns schenken, deswegen radiere ich es gleich wieder weg. Ja, deswegen. Jetzt gab es noch einen Haken, und das hatten wir dann ermittelt, wie das funktioniert. Jetzt mache ich mal in Rot. Und in der Natur ist das ja so blöd, wir haben keine negativen Wege, keine negativen Zeiten. Und da hat man in diesem Fall gesagt, wenn wir einen zeitlichen Vorsprung in diesem Fall eingebaut haben, haben wir gesagt, S von T, das ist gleich, ja, und jetzt V mal, was machen wir? Wenn wir jetzt einfach bloß T nehmen, geht es nicht. Und da haben wir gesagt, okay, wir klammern mal das T aus und setzen einfach S durch V dahinter. Könnt ihr euch erinnern? Das war praktisch der zeitliche Vorsprung. Dass dahinter was anderes ist, das können wir jetzt mal lieber mit der allgemeinen Form mit y und x-Werten machen. Wenn ich das also hier, ich mache es mal in Grau, wenn ich das verlängere, jetzt das nicht mitschreiben, Leute, das habt ihr, das müsst ihr jetzt nicht mitschreiben, nur aufpassen. Wenn ich das hier verlängere, diesen Graphen, nee, ich mache mal ähnlich Farben, dann würde der hier unten auch ein absolutes Glied bilden. Aber in der Natur ist es eben dumm, wir können keine negativen Wege nehmen. Gut, wir könnten vielleicht eins sagen, fahr doch mal zurück. Das wäre eine Möglichkeit. Zurückfahren, dann hätten wir auch eine negative Strecke. Genauso den blauen Graphen, wenn ich den mal verlängern wollte, jetzt verlängere ich auch die x-Achse nochmal in negative Richtung, dann würde der blaue Graph hier hinten auch irgendwo meine x-Achse kreuzen. Aber naja, das war halt ein Handicap sozusagen, aber kein unlösbares, das ist eigentlich kein Problem gewesen. Und wir gucken jetzt nochmal ganz schnell, wie man allgemein solche Graphen verschiebt. Machen wir das nochmal hiermit. Ich nehme mal ein ganz lockeres Beispiel, ein allgemeines. Sagen wir, f von x sei mal 3x plus 2. 3x plus 2. Naja, gut, so schlimm wird es nicht sein. Wenn ich jetzt sagen will, ja, wo kreuzt das Ding die x-Achse, dann rechne ich also einfach bloß, der y-Wert muss 0 sein, 0 ist 3x plus 2, ich ziehe die 2 ab, minus 2 ist gleich 3x. Kennen wir alles, das ist eigentlich alles, jetzt was ich schreibe, ist Schmuck am Nachthemd, das könnt ihr auch. Teile durch 3 und habe minus 2 Drittel als x0. Ja, das wäre meine Nullstelle. Okay, naja, schön. Eine Nullstelle ist immer der Berührpunkt praktisch mit der x-Achse. Naja, wenn ich mir sage, ich möchte mal irgendwie von dieser Form hier, diese, ich möchte mal da auf so eine, ich sag mal, frech Verschiebeform kommen. Was mache ich dann? Wenn ich das hier irgendwie als Verschiebeform, also praktisch mit Einklammern und so, wenn ich das so umwandeln möchte, was mache ich da? Was kann ich hier ausklammern? Was haben wir hier ausgeklammert? Hier? Den Anstieg, ne? Okay, klammern wir mal die f von x, bleibt ja.
Und jetzt klammern wir mal die 3 aus. 3 mal und x ist noch leicht. Und was mache ich dann hier? Bitte? 2 Drittel. 2 Drittel, warum? 3 mal 2 durch 3, ne? Okay, gut. Dann haben wir es wieder. Dann hätten wir so eine Art Verschiebeform. Na, mal sehen, was uns das bringt. Wir kommen mal zu einer, vielleicht zu einer anderen Form. Oder, wisst ihr was? Na, mal sehen. Wir nehmen uns mal, g von x sei mal, auf, 5x minus 2. Wie kann man das ausklammern? Wie kann man so eine Art Verschiebeform draus basteln? 5 mal, und jetzt, wie geht's weiter? Ich mache mal eine Pause. Gut, also x minus 2 Fünftel wäre dann diese so, ich sag einfach bloß mal so die Verschiebeform dazu. Ja, was könnte man noch nehmen? Dann nehmen wir h von x. H von x, f, g, h von x. Was lassen wir uns denn dann einfallen? Nehmen wir mal 4x minus 3, nehmen wir das. Wir machen es mit einfachen Werten. Entsprechend, ja, h von x ist dann 4 ja. mal ja. Klammer ja. x minus 3. Genau. Okay, was bringt uns das? Und ich mache mal kurz eine Pause, damit das Video nicht zu lang wird. Gut, wir haben jetzt ganz schnell mal gesehen, dass mit der Verschiebeform, also wenn ich sage hier f von x ist 3 mal in Klammern x plus 2 Drittel, das lässt sich nicht gut malen. Wir nehmen lieber unsere allgemeine Form für lineare Gleichung und sagen plus 2 wird uns frei Haus geliefert, der erste Punkt, und der zweite Punkt, der funktioniert dann mit Anstieg. Okay, gut. Jetzt mache ich wieder Pause und wir zeichnen mal g von x und h von x auch schnell hier ein. Damit wir nicht immer solche schönen ganzzahligen Werte haben, kam der Vorschlag, was ist denn, wenn hier nicht eine ganze Zahl davor steht, sondern wir sagen jetzt einfach mal ein Viertel x. Ein Viertel und dann x minus 3. Bleiben wir dabei bei der 3. Dann passiert Folgendes. Ein Viertel, klammern wir aus, x da rein und jetzt müssen wir was machen. Wie geht es jetzt hier weiter? So, okay, wir haben das jetzt mal geändert. Moment, ich gehe gleich drauf ein. Wir haben ein Viertel ausgeklammert und haben gesagt, ein Viertel aus einer 3 auszuklammern, hieße dann, ich muss das Ganze mal 4 nehmen, also 12. Ein Viertel mal 12 ist dann wieder 3. So, jetzt gibt es ja noch eine Frage. gut, nochmal schnell zu diesen Graphen. Wir haben jetzt alles gemalt, alles eingezeichnet und jetzt haben wir die Nullstellen mal ungefähr geschätzt. Und haben mal, und ich habe die mal unterstrichen, von den einzelnen Funktionen haben wir mal diese in der Verschiebeversion mal geguckt, wie die Werte aussehen. Und dieser blaue 2 Drittel Wert, ja gut, 0,666, 0,9. Ich meine nur den Wert, nur den Betrag als solches. Und der rote 0,5, na gut, das wären 0,4. 10, okay, so schlecht gemalt. Naja, 12 könnte passen. Und wir haben jetzt wirklich eine Vermutung, und es ist tatsächlich so, dieser Wert drückt hier hinten sozusagen den Berührpunkt, und gleichzeitig hier in diesem Fall ist es die Nullstelle, den Berührpunkt mit der x-Achse aus. Das heißt, wir haben in der Verschiebeversion gleichzeitig den Berührpunkt ermitteln können. Und das wird uns die ganzen Jahre jetzt noch verfolgen. Wenn ihr so eine Form seht, dann ahnt ihr schon eventuell, da könnte etwas dran sein. Da könnte ich wahrscheinlich den Berührpunkt finden. Bloß mal als Ausblick. Wir machen noch was. Das wird vielleicht noch spannend. Also wir haben festgestellt, dass eine Betragsfunktion zwei Lösungen hat. Ne? Wenn ich zum Beispiel den Funktionswert schon habe und sage, ich möchte mal gucken, welche Definitionswerte, welche x-Werte dazu gehören, dann gehe ich auch einfach auf den Graphen, peile nach unten senkrecht und sage, okay, ist 3 und hier ist es minus 3. Noch eine Frage? So, wir haben uns jetzt mal zur Aufgabe gemacht, wir haben g von x mal erfunden und zwar mit dieser scheinbaren Verschiebeform. Mal sehen, ob das auch funktioniert. Wir haben gesagt, g von x ist der Betrag von dem, was dazwischen steht. Und da steht x minus 3. Und jetzt haben wir hier eine Wertetabelle gemacht und wir fangen mit unserem ersten an. Minus 7 ergibt 10. Uiuiui, das ist aber hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ach hey, da oben. 10, okay.
Die 7 ergibt 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ergibt 1, 2, 3, 4. Hier ist der nächste. Die 0 ergibt 3. Ich sage 0. Oh, ist 3. Okay. Ich nehme den Wert minus 1, ergibt 4. Minus 1 ergibt 4. Ich nehme minus 2, ergäbe 5. Minus 2 ergäbe 5. 1, 2, ein höher, 5. Und plus 2 ist 1. 1, 2 ist 1. Okay. Ich nehme minus 2, ja gut, okay. Verbinden wir mal das, was hier passiert. Hier sieht man schon, hier kann man eine Linie draus machen. Und wenn ich die Linie weiterziehe, wird die hier irgendwo unten ankommen. Und, jetzt habe ich es denkbar schlecht gemalt. Und hier wird auch was passieren. Stimmt das? Kann das stimmen? Kann das stimmen? Also jetzt haben wir das vermutet und es wird auch tatsächlich so sein, die Klammerform wirklich, die lässt meistens darauf schließen, dass wir hier vom Betrag her zwar leider negativ, aber immer den Berührpunkt oder sagen wir mal den die Verschieberichtung auf der x-Achse haben. Wenn ihr später dann die Sinusfunktion, wenn wir die nehmen, die Sinusfunktion, wissen wir ja von der Wechselspannung, sieht ungefähr so aus. Das wäre Sinus x. Und wenn ich zum Beispiel sage, jetzt bleiben wir mal bei Rot, Sinus x plus 1, dann muss ich bei minus 1 anfangen und dann würde genau der gleiche Graph so weiterlaufen. Und wenn ich sage, also das wäre dann hier zum Beispiel, was das dann ist, klären wir. Aber hier steht dann Sinus x plus 1, also einen nach links verschoben und Sinus x plus 2, das wäre dann hier ungefähr, würde dann hier loslaufen. Minus 2. Das wird uns, wie gesagt, die ganze Zeit begleiten. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Ja, gut. Das Erkennungszeichen. Also,